Ich frage nur mal ganz vorsichtig, jetzt wird es nämlich erst spannend. Bisher war alles schön, aber noch nicht heftig. Ich frage nur mal, was passiert in dem Moment, wo diese Abstimmung durchkäme, damit man das mal wenigstens ein bisschen sich gefragt hat. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben, heißt, dass unsere Politiker da nichts zu sagen haben, auch das Bundesverfassungsgericht nicht. Weil der Satz heißt, nach Artikel 146, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ist das deutlich? So, das heißt, das ist ein Weg, den der Souverän ganz aus seinen Kräften macht, das Volk, und wo man sich nicht auf die verfasste Gewalt berufen darf. Die stehen draußen und dürfen zugucken. Ja? Und die zwei Kernbereiche danach auch, wir haben hier, wenn wirklich ein Volksabstimmungsgesetz da wäre, was wir in die Welt bringen können. Das hier ist die erste Verfassung, die wir in die Welt bringen. Das ist die Urabstimmung in Deutschland überhaupt über die eigene Verfassung. Und wenn wir dann das hinkriegen würden, dass auch die Gesetze gleich da sind, Volksabstimmungsgesetze, wären das die ersten Gesetze, die wir machen, ohne dass die Politiker daran beteiligt sind. Das heißt ja Volksabstimmung, dass man Gesetze macht und Entscheidungen trifft, die unter Umständen so sind, dass sie den Politikern überhaupt nicht passen. Und ein gutes Volksabstimmungsgesetz wäre so, dass wenn es den Politikern nicht passt, dass sie dann nicht dagegen agieren können, sondern dass sie einfach ihren Job verlieren. Wer nicht im Sinne des Souveräns arbeitet, der hat eigentlich in der Regierung nichts zu suchen. So einfach ist die Welt. Ist das deutlich? So, das wäre das Ideal. Jetzt kommt es, wenn ich hier abgestimmt habe. Wem übergibt man das am Ende? Angenommen, wir hätten mehr als die Hälfte der wahlberechtigten Bürger. Wem übergibt man das am Ende, damit das wirklich Rechtskraft erhält? Muss ich dann zum Bundesverfassungsgericht gehen oder zum Bundespräsidenten und der muss das unterzeichnen oder wie? Und jetzt möchte ich erzählen, wie man das macht, ohne dass irgendein Politiker in irgendeiner Weise einen Finger mit reinstecken kann. Auf dieser Seite gibt es etwas, das Kleingedruckte. Die Änderungen des Textes des Grundgesetzes im Einzelnen. Wenn ich da drauf drücke, dann sehe ich Folgendes. Hier auf der Seite, damit man einmal so einen Blick da drauf hat, da geht es richtig so runter, ne? So. Auf der anderen Seite geht es auch runter, so. Hier ist der Text des Grundgesetzes und hier ist der Text der Verfassung dann. Und hier stehen die Änderungen dann immer drin in der Mitte. Ne? Der Halbsatz wird gekürzt, das Komma wird durch einen Punkt ersetzt und so weiter und so fort. Und das Und wird durch ein Oder ersetzt oder so weiter. So wie das halt bei Beamten so üblich ist. Ne? Damit die dann genau wissen, was sie zu sagen haben. Titel alt, Grundgesetz für die Bundesrepublik. Titel neu, Verfassung der Bundesrepublik. Deutschland. Der Wortlaut der Präambel wird geändert. Hier, wo drin steht, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Damit gilt das Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Steht hier, nach so und so vielen Jahren des Bestehens der Bundesrepublik Deutschland hat das deutsche Volk durch Volksabstimmung das Grundgesetz der Bundesrepublik zur Verfassung der Bundesrepublik erhoben und zur Befestigung seiner Souveränität die repräsentative Demokratie um bundesweite Volksabstimmung und um seine Hoheit über die Inhalte der Verfassung erweitert. Diese Verfassung gilt für das gesamte Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Das ist einfach aus der Logik dessen, was abgestimmt wurde. Ist deutlich? So. Dann heißt es hier, alle Worte das Grundgesetz des Grundgesetzes werden natürlich in Verfassung geändert, weil das Wort Grundgesetz hat in der Verfassung keine Bedeutung mehr. Ist das deutlich? So. Es wird jetzt ganz mechanisch alles durchgearbeitet. Und jetzt wird es interessant. Wir hatten einen Artikel 23 bis 1989 oder 1990 und in dem Artikel 23 stand genau drin das Staatsgebiet, wo das Grundgesetz gilt. Da standen die Bundesländer drin. So wie es früher heißt, es gilt für das Staatsgebiet, wurde da das Staatsgebiet definiert.
Hier steht jetzt, zur Verwirklichung eines vereinten Europas, genau an der Stelle, wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Das ist genau das, was man braucht, um es auszulöschen. An der Stelle, wo vorher stand, wofür das Grundgesetz, in welchem Bereich das gilt, hat man genau das jetzt eingesetzt. Wie sagt unser Bundesrat? Ich träume von einer postnationalen europäischen Verfassung. So, hier steht, der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen, sofern das Volk in einem Volksentscheid nach Artikel 78a zustimmt. Das ist ein kleiner Unterschied. Hier machen die das unter sich aus, Bund mit Zustimmung des Bundesrates. Und hier kommt plötzlich sowas wie Volksentscheid. Deutlich? Das ist der Unterschied. So, jetzt geht's weiter. Gesetzesvorlagen werden beim Bundestage durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht. Oder vom Volk nach Artikel 78a eingebracht. Gibt es einen Mitspieler mehr? Da es ja um die Auslöschung des Grundgesetzes steht, steht in Artikel 24, der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Gavi, WEF, also egal wohin. Ja, so. Und dann ist es hier immer, sofern das Volk mit einem Volksentscheid nach Artikel 78a zustimmt. Das ganze Ding bearbeite ich jetzt nicht durch. Ich kann nur sagen, immer wo im Grundgesetz irgendwo vorkommt, wie Gesetze gemacht werden, ist das immer ergänzt durch Volksabstimmung. Volksabstimmung, Volksabstimmung. Ohne Volksabstimmung geht gar nichts mehr richtig. Jedenfalls bei den wichtigen Sachen. Ja. Ich habe noch eine Frage. Warum führt man denn nicht gleich die direkte Demokratie ein und sagt, schon wieder ja eine repräsentative Demokratie? Eine vollständig direkte Demokratie ist viel zu schwerfällig. Leute, die für uns tätig sind, unser Personal muss für uns tätig sein und nicht für dritte Kräfte. Das ist ganz wichtig. Du nennst immer direkte Demokratie, da wärst du blöd. Dann hätte heute Abend die Veranstaltung nicht stattgefunden, weil die Veranstalter hätten erst mal fragen müssen, ob alle auch Ja sagen. Verstehst du? Das ist wirklich ein schwieriges Problem. So, aber das wollte ich im Prinzip nur sagen. Immer hier, wo hier Gesetzesentwürfe und Gesetzesgestaltung und sowas, ist immer hier das Volk dabei. Und jetzt wird immer auf einen Artikel 78a hingewiesen. Und jetzt ist doch die Frage, wow, den gucken wir uns mal im Grundgesetz an. Und jetzt suchst du den Artikel 78a im Grundgesetz und da ist Horror-Vacui, nennt man sowas. Der Horror des leeren Platzes, den gibt es nämlich nicht. Den hat man damals nicht machen dürfen. Den Artikel 78a durch die Alliierten. Die haben gesagt, im Grundgesetz wird das Wesen der Volksabstimmung nicht festgelegt. Darf nicht drinnen stehen. Und an der Stelle haben wir was jetzt gemacht. Artikel 78a, der im Rahmen der Verfassung, das muss ich das unterscheiden. Volksabstimmung, es gibt zwei Arten, wie man über Volksabstimmung redet. Die eine ist im Rahmen der Verfassung und das andere ist das direkte Volksabstimmungsgesetz. Das eine wird mit Artikeln und das andere mit Paragraphen belegt. In der Verfassung ist der Rahmen festgelegt, sind die Prinzipien festgelegt. Und im Gesetz steht drin, wie viele Leute, in welcher Frist, müssen was regeln, was hat das für Konsequenzen für die Politiker, müssen sich dran halten oder nicht, wie wird das finanziert, welche Rechte hat man vor der Presse und diese ganzen Sachen. Das ist Volksabstimmungsgesetz. Ja, deutlich, das ist ein Unterschied. Durchführungsgesetz für Volksabstimmungen, das sind die zwei Sachen. Jetzt rede ich erst über das, wie es in der Verfassung aussieht. Artikel 78a, der im Rahmen der Verfassung das Wesen der Volksabstimmung umreißt, ist noch nicht ausgeführt. Er ist durch einen freien Bürgerrat, der gegebenenfalls auch als verfassungsklärende Versammlung einzuberufen ist, auszuarbeiten und dem Volk zur Abstimmung vorzulegen. Also ich lese es nochmal vor, damit es flüssiger kommt. Artikel 78a, der im Rahmen der Verfassung das Wesen der Volksabstimmung umreißt, ist noch nicht ausgeführt.
Er ist durch einen freien Bürgerrat, der gegebenenfalls auch als verfassungsklärende Versammlung einzuberufen ist, auszuarbeiten und dem Volk zur Abstimmung vorzulegen. Da ist eine Lücke, aber in diese Lücke setzen wir ein Provisorium ein. Bis zu seiner Ausarbeitung durch den Bürgerrat und seiner Annahme durch das Volk gilt der von Mehr Demokratie e.V. zu Artikel 78a schon ausgearbeitete Text. Mehr Demokratie e.V. ist ein Verein, der seit ungefähr den 80er Jahren, entsprungen aus den Aktivitäten von Josef Beuys, falls euch das was sagt, ein ziemlich provokativer Künstler. Da ist das entstanden, zu sagen, wir brauchen Volksabstimmung, das fehlt im Grundgesetz. Und Mehr Demokratie e.V. hat seit 40 Jahren versucht, den Politikern ein Gesetz vorzulegen, dass die Politiker das bitte anerkennen mögen, damit es nicht nur heißt, wird vom Volk durch Wahlen und Abstimmungen ausgeübt, sondern dass das Abstimmungsgesetz auch da ist. Es hat sich erwiesen, dass das ähnlich schlau ist, wie wenn man die Mafia fragt, ob sie Gesetze zur Einschränkung ihrer eigenen Mafiosität, zur Einschränkung ihrer Macht anerkennt. Die Politiker haben immer Nein gesagt. Die letzten, die wirklich Nein gesagt haben an die Grünen, bevor sie jetzt an die Macht gekommen sind, haben sie Volksabstimmung aus ihrem Parteiprogramm gestrichen. Jeder, wer an die Macht kommt, streicht Volksabstimmungen, weil er den Amerikanern gehorchen muss und die wollen das gar nicht. Zum Beispiel. Und weil es die eigene Macht beschränkt. So, das sind die Themen. Alles klar? So. Und die haben ein unglaublich gutes Gesetz vorgelegt. Und wir sagen, das gilt jetzt provisorisch, bis was Bestimmtes passiert, damit man den Umfang einmal sieht. Das ist schon der Umfang. Es ist nicht so viel. In der Verfassung steht ja immer wenig drin im Vergleich zu den Gesetzen dann. Ja? So viel zum Thema. Und jetzt wird es aber erst interessant. Das ist das Provisorium. Und das ist eingesetzt, bis es einen Bürgerrat gibt, der als verfassungsklärende Versammlung die Sache zu regeln hat. Und jetzt muss ich über die verfassungsklärende Versammlung sprechen, weil das ist wirklich ein interessantes Gebiet. Es gibt die verfassungsgebenden Versammlungen. Wir brauchen ja keine verfassungsgebende, wir haben das Grundgesetz mit den zwei Etagen Volksabstimmung und Souveränität über die Verfassung zur Verfassung erhoben. Wir brauchen keine verfassungsgebende mehr. Wir brauchen, weil wir das Grundgesetz erhoben haben und da viel Scheiße drin steht, eine verfassungsklärende Versammlung. Das ist was anderes. Und ich sage gleich, wo die stattfindet. Genügend Stimmen vorausgesetzt, wenn das Ding überhaupt jemals laufen soll, brauchen wir da genügend Stimmen drauf, ganz klar. Dann findet das statt. Auf der Insel Herrenchiemsee im Chiemsee. Da stehen zwei Schlösser. In diesen Schlössern ist das Grundgesetz geschrieben worden. Eine unglaublich schöne Kulisse, also unglaublich schöne Landschaft und alles. Und riesig Platz. Also das eine Schloss ist so gigantisch, viel zu groß. Da ist Platz ohne Ende. Da findet die verfassungsklärende Versammlung statt. Und jetzt ist die Frage, wen lädt man denn dazu ein? Hä? Lauter Leute aus dem Bundestag oder aus dem Bundesverfassungsgericht oder wen lädt man denn dazu ein? Wer soll denn das machen? Ja, ist das deutlich? Oder aus der Dreigliederungsbewegung oder woher immer man die Leute nimmt? Ja, das ist ja ein Problem. Ne? Wen lädt man da ein? Wir haben uns also folgende Entscheidung gemacht. Die Leute werden per Los gezogen, per Zufallslos. Einfach so. Einfach so, aber eine riesige Gruppe. Per Zufallslos gezogen. Die werden alle dahin geschickt und kriegen für die Zeit Hotel, Unterhaltskosten, was weiß ich, ihr Verdienstausfall, alles kriegen die finanziert. Das wird richtig eine Luxusveranstaltung an einem Luxusort, so in der Art. Riesige Anzahl von Menschen. Und diese Anzahl von Menschen wird in 11 Gruppen unterteilt. Das Grundgesetz hat 11 Kapitel. Und jede dieser Gruppen kriegt die Aufgabe, eines dieser Kapitel zu klären. Die kriegen innen eine saubere Moderation. Und von außen die Expertise, also Leute wie ich, wenn ich nicht zufällig reingewählt werde. Der Zufall wäre gigantisch. Ne? Ich kann dann aber immerhin von außen flattern und sagen, hier, das muss gemacht werden und so weiter und so fort. Da wird es viele verschiedene Initiativen geben, die ihre Vorschläge an jedem Kapitel einreichen, was notwendig ist. Und das wird drinnen abgearbeitet. Ich fände es total geil, Leute, die
Probleme haben, zum Beispiel mit Bildungspolitik, muss das immer in der Schule stattfinden und so weiter und so fort. Wenn die den Verfassungstext, der schon existiert, durch ein Komma und einen weiteren Halbsatz ergänzen würden, dass einfach das Thema geöffnet wird, dass man anders unterrichten kann. Da muss ja nur stehen, oder selbst unterrichten. Schon ist der Fall erledigt. Nicht riesige Diskussionen, sondern und dann die Begründung dazugeben, sodass alles, was da nachher kommt als Expertise, als Verfassungstext vorgelegt wird. Das sage ich auch bei Marianne Grimmenstein. Wenn das so vorgelegt wird, dann kann alles, was sie macht in ihrer verfassungsgebenden Versammlung, dort in der verfassungsklärenden Versammlung vorgelegt werden, sodass alles geklärt werden kann und eingearbeitet werden kann, auch an Zukunftsimpulsen für die Zukunft. So, das ist das eine. Das Besondere ist, die Klärung findet statt ausschließlich an Artikel 1 und Artikel 20. Es ist immer die Frage, steht die Würde des Menschen im Zentrum und sind es echte demokratische und rechtsstaatliche Grundsätze? Damit ist hier etwas gegeben, was unglaublich klärend wirkt und unglaublich pragmatisch macht die Sache, im Gegensatz zu der Verfassungsgebungsbewegung in Chile. In Chile, ich habe gesagt, die Pinochet-Verfassung wollten alle anders haben, haben eine riesen verfassungsgebende Versammlung gemacht, haben unglaublich viele Initiativen eingebracht und in diesen Initiativen haben sich ganz besonders durchgesetzt LGBT, ihr wisst diese 64-Geschlechter-Geschichte, und jetzt die grüne Umwandlung, also praktisch die gesamte Umweltpolitik und so weiter und so fort, was da so kommt vom WEF, hat sich da unglaublich durchgesetzt, sodass als am Ende die von allen gewollten Verfassung fertig war, das Volk bei der Volksabstimmung Nein gesagt hat. Ist das deutlich? Das ist hier nicht möglich. LGBT ist durch Artikel 3, alle Menschen sind gleichberechtigt, unabhängig von ihrer geschlechtlichen oder irgendwas Orientierung. Das ist hier schon abgegessen. Das ist hier drin. Ist das deutlich? Also das heißt, das ist eine Klärung nach Artikel 1, steht die Menschenwürde im Zentrum und steht echter Rechtsstaat und echte Demokratie im Zentrum. Was anderes kann nicht sein. So, das ist relativ dadurch ein eingegrenzter Bereich. Jetzt geht's los. Artikel 11. Die Besatzungsrechte. Brauchen wir die noch, wenn wir uns zum Souverän gemacht haben? Oder dürfen wir die streichen? Ne? Alle Geheimverträge, die gemacht wurden. Mein Vorschlag ist, alle Geheimverträge kommen auf den Tisch, um bearbeitet zu werden. Alle Geheimverträge. Und die nicht auf den Tisch kommen, die gelten ab sofort für niemals abgeschlossen, als nicht existent. Dann braucht man sich um die gar nicht mehr kümmern. Es sei denn historisch oder aus straftechnischen Gründen. Ich finde, dass viele Leute, die Geheimverträge ausschreiben, zum Beispiel mit BioNTech, dass die keinerlei Haftung haben und so weiter und in keiner Weise irgendwelche Untersuchungen vorlegen müssen für ihre Geschichten und so weiter und so fort, dass die das unterschrieben haben, die gehören. Ich kann es nicht sagen hier, was ich denke, sonst gibt es Probleme. Jedenfalls, da gehört was hin. Ist das deutlich? Also Geheimverträge, die gehören auch, selbst wenn sie nicht vorgelegt werden, irgendwann mal bearbeitet. Aber es gilt ab da sofort, die werden vorgelegt und bearbeitet. Man kann sie nicht alle löschen, es kann ja auch was Sinnvolles drin stehen. Und wenn sie nicht vorgelegt sind, gelten sie als nicht vorgebracht. Das wäre ungefähr 11. Kapitel. 9. Kapitel, fehlende Gewaltenteilung. Unsere Politiker haben das totale Recht über sämtliche Prozesse im Gerichtswesen. Staatsanwälte sind weisungsgebunden an den jeweiligen Justizminister des Landes, in dem sie agieren. Das heißt, ein Staatsanwalt darf nicht machen, was er selber für richtig hält und nicht, was das Recht erfordert, sondern er muss machen, was der Politiker will. Das ist der Hammer. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt keinen einzigen Grund, Ballweg festzuhalten. Keinen einzigen rechtlichen Grund. Es gibt nicht einen einzigen. Die suchen den ja mit allen Mitteln und halten ihn trotzdem schon fest. Es gibt nicht mal einen einzigen Grund zu ermitteln. Niemand hat sich gegen Ballweg aufgeregt. Kein einziger. Es gab keinen. Normalerweise heißt es, wo kein Kläger, da kein Richter. Es gab keinen Kläger.
Trotzdem machen die Staatsanwälte sowas. Das ist so eins. Und ganz viele Prozesse, die notwendig wären, werden nicht gemacht. Unser Bundesamt mit seiner Cum-Ex-Geschichte, verstehst du, da wird dann einfach nicht mehr hingeguckt. Wie viele Prozesse in Deutschland sind nicht gelaufen, weil die Politiker das nicht wollten? Das hat dazu geführt, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, deutsche Staatsanwälte dürfen keine internationalen Strafbefehle mehr ausführen. Ein internationaler Strafbefehl ist, das heißt, wenn hier der Ballweg jetzt abhaut und geht, was weiß ich, nach Frankreich, dann dürfen die Deutschen einen internationalen Strafbefehl ausführen, damit man ihn aus Frankreich wieder herbringt. Und dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, das ist nur ein Beispiel, das gibt es ja millionenfach. Ne? Oder Leute sind hier aus einem anderen Land und wir können die festsetzen aufgrund des internationalen Strafbefehls. Geht unsere Justiz hin und sagt, so, der wird jetzt hier gefangen genommen. So. Die deutschen Staatsanwälte sind nicht mehr dazu befugt. Und zwar aus folgendem Grunde, dass der Europäische Gerichtshof sagt, man weiß ja gar nicht, ob die rechtsstaatliche oder politische Urteile verfolgen hier. Und politisch ist verboten. Das ist peinlich für die deutsche Regierung in einem Maßstab. Da gibt es kein Wort dafür, aber die schwimmen ja über alle Peinlichkeit hinweg. Die interessiert es ja nicht mehr. Das Gebaren echter Macht ist, dass einem alles egal ist. Jede Begründung ist nicht notwendig. Siehe hier, Spritze und so weiter und so fort. Keine Begründung ist notwendig, keinerlei. Man muss sich einfach nicht rechtfertigen. Man muss nur sagen, was man für richtig hält. Und das kann man jeden Tag dreimal ändern. Das ist absolute Macht. So, und das machen die auf Rechtsfeld sowieso. Das ist der Punkt. Also wir haben keine unsere gesamte Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden und damit nicht frei. Ja? Auf welche Bestimmung beruht das, dass der Ministerpräsident des Landes den Staatsanwälten gegenüber weisungsbefugt ist? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, aber höchste Zeit. Steht hier im Grundgesetz irgendwo drin. Richter sind frei, heißt es im Grundgesetz. Artikel 97. Und da steht, Richter sind frei und nur dem Gesetz verpflichtet. Fehlt das Recht? Recht ist die unmittelbare Grundlage und Gesetz ist nur mittelbar. Steht nicht drin. Steht nur, also unglaubliche Geschichten. Und jetzt geht es weiter. Obwohl Schiedsrichter sind frei, das hat man ja gesehen in Weimar, ne? Der hat ein Urteil gefällt und dann waren die Staatsanwälte so frei und haben ihn kassiert und haben jetzt die entsprechenden Sachen daraus gemacht. So. Aber Richter sind auch in anderer Beziehung nicht frei. Die Karriere der Richter wird von den jeweiligen Bundesjustizministern gefördert oder bestimmt. Der Gerichtspräsident ist dem Justizminister weisungsgebunden. Nicht der Staatsanwalt, sondern der Gerichtspräsident ist als Gerichtspräsident, nicht als Richter, aber als Gerichtspräsident weisungsgebunden an den jeweiligen Justizminister des Landes. Führt mit sich, dass es genau zwei Kriterien gibt, wie ein Richter nach oben kommt. Es hat unglaubliche Bedeutung für die Karriere eines Richters. Weil es gibt zwei Kriterien, wie ein Richter nach oben kommt. Genau zwei. Schnelle Urteile. Schont die Staatskasse, heißt aber, dass nicht genau hingeguckt wird. Ist doch scheißegal, Hauptsache ich habe meine schnellen Urteile und ich habe immer den Schreibtisch leer, die anderen haben den Schreibtisch voll und machen sich Gedanken. Die kommen nie hoch. Der den Schreibtisch leer hat, weil er Scheiße raushaut ohne Ende. Dann sagt man, der Betroffene kann sich ja dann durch die Näseninstanzen quälen. Geht mich doch nichts an. Das ist das eine Kriterium, wie man hochkommt. Das zweite ist regierungskonforme Urteile. Und dann klingelt da oben das Glöckchen, er darf kommen. So viel zur Freiheit oder zur Gewaltenteilung in Deutschland, die nicht existiert. Es gibt eine Webseite, die heißt gewaltenteilung.de. Da kann man das bestens alles nachlesen. Hat ein Richter geschrieben. Nachdem er fertig war mit seinem Richteramt, hat er einen Doktor gemacht und dann hat er diese Webseiten gemacht, Gewaltenteilung.de, aus tiefster inneren Betroffenheit und tiefster innerer Erfahrung, dass es eine Freiheit des Gerichtswesens vor politischer Beeinflussung nicht gibt. So viel zum Thema.
Das findet man im 9. Kapitel festgelegt. Und dann stellt sich folgende Frage für diejenigen, die das klären. Entspricht das die Würde des Menschen unantastbar? Und ist das echter Rechtsstaat oder nicht? Oder sind es Vorteile der Parteien, die sich in solchen Sachen durchspielen? Und wenn man sagt, oh, das ist ja ein Vorteil der Parteien, dann darf man das auch löschen. Ist das deutlich? So geht das durch alle Kapitel. Im ersten Kapitel die wichtigste Frage, da sind die Menschenrechte drin. Asylrecht ist verdorben ohne Ende. Dann haben sie in die Menschenrechte reingeschrieben, die Militärpflicht. Also der Irrsinn ist nicht zu überbieten. Und dann steht da immer drin, in diese Rechte ist nur per Gesetz einzugreifen. Nimm das nur weg, ist per Gesetz einzugreifen. Das wird eine der großen Fragen sein. Da vorne wird es richtig brennen in der Hütte. Ist das deutlich? Das ist das Wesen der verfassungsklärenden Versammlung. Und wenn die durch ist, dann wird das dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Entweder in Stücken, damit man das verarbeiten kann, oder im Ganzen. Und wenn dann irgendwas entschieden wird vom Volk, was einem nicht passt, dann kann man sofort eine vollumfängliche Volksabstimmung über die Inhalte der Verfassung in Gang bringen. Noch oder so. Da ist Gestaltungspotenzial. Das wird spannend. Aber es sind nicht geistig vorinteressierte Leute drin. Oder wenn ein Politiker reinkommt, den kann man ja nicht raustun. Man kann nicht sagen, du darfst nicht rein, weil du Politiker bist. Ne? Aber er ist da drin, nicht Politiker, er ist da drin, einer von 80 Millionen Bürgern. Egal wer. Ja, das ist das Thema. Das heißt, dass wir das gesamte Grundgesetz so erheben, dass die totale Erfrischung stattfindet und die Klärung an den Idealen. So, Punkt 1. Dann waren wir noch so böse und haben gesagt, das reicht uns nicht, weil da fehlt noch was. Also das machen wir dann schon. Ich stimme zu, dass über den Inhalt der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Der Teil passiert ja dadurch. Aber ich stimme zu, dass das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern, das haben wir auch gleich gemacht. Spaß beiseite, jetzt gehe ich da nochmal hin. Unabhängig davon, wie das in der Verfassung steht, ist auch ein Gesetz, das die konkrete Durchführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene bestimmt. Die konkrete Durchführung, wie viele Leute, was, wie wird das mit den Kosten gemacht und so weiter und so fort. Alles, was da drin ist, welche Zeiträume sind zu beachten und so weiter, ne? Ist noch nicht vorhanden. Bis zu seiner Ausarbeitung durch einen ebenfalls einzuberufenden freien Bürgerrat und bis zu seiner Annahme durch das Volk gilt das von Mehr Demokratie e.V. dazu schon ausgearbeitete Bundesabstimmungsgesetz. So, das sieht so aus. Wenn ich da drauf gehe, entsteht, das ist etwas länger. Da steht das alles drin mit Presse und Kosten und weiß der Kuckuck was alles. Ist das deutlich? Und das aber auch nur provisorisch? So, und jetzt passiert Folgendes. Wenn das abgestimmt ist, ist alles mit abgestimmt. Der neue Verfassungstext plus das Volksabstimmungsgesetz. Vollständig mit abgestimmt. Ist das deutlich? Ist alles mit abgestimmt. Das heißt, sobald wir einen mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten, der Bundestagswahlberechtigten Menschen erreicht haben, kann jemand sofort hingehen und eine Volksabstimmung machen. Biden, nein, danke. Wir wollen nicht Speerspitze gegen Russland sein oder irgendwas, ne? Volksabstimmung über die großen Themen sofort laufen lassen. Und wenn dann die Politiker kommen, ja, wer legitimiert euch denn dazu? Dann sagt man, das da drin stehende Gesetz und die Anzahl der Stimmen. Ich muss keinen Politiker oder irgendjemanden für die Legitimierung herbeirufen, sondern ich sage, hier sind die Stimmen. Das ist die Legitimation dafür, dass wir jetzt Volksabstimmung vollumfänglich machen. Egal, was ihr wollt. Na, gilt das dann sozusagen sofort, wenn das Limit überschritten ist? Sofort. Und welches Limit ist erforderlich? Im Extremfall die Hälfte plus eins. Ne? Schon bei 30 Millionen plus eins. Wir haben 60 Millionen Wahlberechtigte. Kannst du sofort anfangen und agieren, wie es der neuen Verfassung entspricht, weil dann ist das Grundgesetz nach Artikel 146 hat seine Gültigkeit verloren. Ja, aber die leiten hier eh nicht ins Grundgesetz. Ja, dann ist das ja die Frage, also ob die das anerkennen. Siehst du, und ab da wird etwas entstehen, da sage ich, das wird ein Machtkampf sein.
da wird ein wahnsinniger Machtkampf entstehen, da bin ich sicher, wie das Arme in der Kirche, dass diese Leute ihre Macht verlieren auf der einen Seite. Und das geht nur, wenn das Volk Rückgrat kriegt und sagt, wir sind der Souverän. Du glaubst es nicht? Doch, ich sag dir, wann das genau passiert. Wenn die anfangen, gegen uns zu kämpfen, mein Wort heißt, wenn wir 1 Million Stimmen haben, dann sitzen wir bei Maischberger und überall. Und dann geht das los und dann wird gekämpft gegen uns. Und die werden zeigen, dass sie verfassungswidrig sind. Was anderes können sie nicht zeigen. Ja, weil sie können ja nur zeigen, dass sie verfassungswidrig sind. Was anderes können sie nicht zeigen. Aber das wird ein Machtkampf. Und dieser Machtkampf wird gnadenlos geführt, da bin ich absolut sicher. Aber dieser Machtkampf bringt uns Stimmen. In Katalonien, da hat das Volk entschieden, es will sich von Spanien trennen. Die Katalonen gehören zur spanischen Verfassung. In der spanischen Verfassung ist das verboten. Die hatten also ein Problem mit der Verfassung auf der einen Seite. Trotzdem haben die Katalanen ganz stark abgestimmt, dass sie das haben wollten. Dann kam die Polizei und hat das juristisch berechtigt, aber gegen den Willen des Volkes dort, alle Unterlagen kassiert. Danach haben die wieder abgestimmt und dann sind die Stimmen nach oben explodiert. So, und dann kam die spanische Regierung und hat die Chefs da alle eingesammelt und die sitzen jetzt wahrscheinlich immer noch im Knast, ich weiß es nicht. Aber dieses, sobald der Staat gegen einen kämpft, geht es erst los. Und dann kriegt man auch die 40 Millionen Stimmen zusammen, die man nicht zusammenkriegt, wenn man nur reden muss, sondern wenn es um die Souveränität geht. Und da ist für mich eine Frage an das deutsche Volk, ob es es wert ist, das heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, ob es es wert ist, der Souverän zu sein. Das ist die Frage. Das ist für mich eine Frage. Und überall, wo ich bis jetzt geredet habe, war die Stimmung da, ja, wollen wir sein. Aber das wird sich dann zeigen. Das wird sich dann zeigen. Das wird auf Teufel und irgendwas gehen. Aber es findet da statt. Und jetzt bist du dran. So, Frage. Na, ich finde es super. Ich werde nachher nach Hause gehen, das gleich machen, da auf den blauen Button. Aber wie oft kann ich da draufklicken? Also ich zeige mal, wie es weitergeht, damit man das weiß. Es gibt eine Datenschutzerklärung. Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu. Muss man heute machen, sonst kriegt man Ärger. Außerdem ist es sehr interessant. Ich bin volljährig und wahlberechtigt. Dann kann man da auch mit Ja klicken. Dann muss man den Nachnamen eingeben, vollständigen Vornamen, Geburtsnamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, Postleitzahl, Straße. Jetzt wird es interessant. Es ist der tiefgreifendste Rechtsakt, der bisher in dieser Bundesrepublik jemals erfordert worden ist. Und diese Angaben müssen rechtskräftig nachvollziehbar sein. Da können wir also nicht sagen, mach so irgendwas dahin, sondern es muss stimmen. Und damit das wirklich nachvollziehbar ist, sagen wir auch die letzten 2 Nummern des Personalausweises oder Passes, und dann haben wir alle Möglichkeiten, die es gibt, die letzten 2 Zeichen dort. Das sind nicht Nummern, sondern Zeichen. Es können Nummern sein, aber es kann auch ein X oder ein S oder sowas sein. Weil es nicht nur Zahlen sind, sondern weil auch die Buchstaben dazukommen, gibt es 900 Möglichkeiten. Und eine davon ist richtig zu sein. Die anderen fragen wir ja gar nicht ab. So dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn da einer was richtig eingegeben hat, sehr hoch ist, dass das auch wirklich war. Ganz wichtig. Der Umgang damit wird so sein, dass wir diese Daten, wir haben keinen Zugriff auf die Meldeämter. Wir können nicht gucken, ob jemand, der eingetragen hat, auch berechtigt war, einzutragen. Ist das deutlich? Können wir nicht prüfen. Und wer macht das dann? Siehst du, und dann kommen die, da ist ja das Ja und Nein, das wird nicht mitgegeben, das ist getrennt. Nur die Daten der Menschen, die abgestimmt haben, kommt da rein. Und die geben wir den Meldeämtern und die müssen die abprüfen. Jetzt sagst du das nochmal bitte, ich hab's nicht verstanden. Also, wir haben keinen Zugriff auf die Meldeämter. Wenn wir genügend Stimmen haben, heißt das, der Souverän möchte diese Abstimmung haben und jetzt möchte der Souverän kontrolliert haben, ob die Stimmen berechtigt sind. Ob du mit Ja oder Nein abgestimmt hast, das wird getrennt, das wird nicht drüber gereicht, sondern nur die Daten, die die Meldeämter sowieso von dir kennen. Und die werden darüber gereicht zu den Meldeämtern und die prüfen das ab. Aber du kannst immer sagen, Moment, ich habe mit Nein gestimmt, du kannst mir gar nichts. Ganz wichtig, das ist absolut getrennt. So, und die prüfen das ab. Wenn sie es nicht abprüfen, sagen wir wunderbar, dann gelten alle Stimmen. Das wird ja ein Machtkampf, ob die es machen. Aber die sind verpflichtet, die gehören dem Souverän und nicht der Politik.
die Meldeämter. Ja? Kann es sein, dass man nur zwei Fragen bejaht und eine dritte nicht? Mhm. Du kannst die Abstimmung nur alle drei. Alles andere ist sinnlos. Du kannst nicht sagen, ich habe das Grundgesetz zur Verfassung und die anderen stimmst du nicht mit ab. Du hast da unten ein Ja oder Nein hingegeben. Das kriegen die Ämter nicht. Wir wissen doch, dass das alles Ja-Stimmen sind. Das wissen wir nicht. Warte mal, bis die Antifa das Ding entdeckt und da lauter Nein reinhaut. Da wirst du aber einiges erleben an der Stelle. Das verstehst du? Und das ist sowohl zu eurer Sicherheit wichtig als überhaupt. Das hat hier nichts anzugehen. Ja, aber wer verwaltet denn die Stimmen? Das möchte ich gleich erzählen, weil das ist der Hammer. Unsere Sicherheit und die Verwaltung der Stimmen ist unglaubliches Thema. Wir haben als Feinde den WEF, wir haben als Feinde die EU und wir haben als Feinde unsere gesamten Politiker. Da kannst du dir aber was vorstellen, was da los ist. Und wenn da nicht ein Sicherheitsmaßstab ist, der unglaublich ist, dann kannst du die ganze Sache vergessen. Ist das deutlich? Auch nicht nur der Stimmen, sondern auch unserer Software und alles, was das ist. Das möchte ich ja. Ja, aber den Punkt will ich nur noch mal erzählen. Und dann, wir müssen das abfragen. Wenn wir genügend haben oder wenn wir denken, es sei genügend, dann müssen wir fragen, wie viele gelten davon, wie viele sind nicht gültig. Und dann schicken wir das tatsächlich an die Meldeämter oder an die Wahlämter. Und sagen, ihr prüft das jetzt ab, ob das berechtigte Wähler sind oder nicht. Und wenn nicht, dann müssen wir halt noch ein paar, dann geht die Zahl wieder runter und dann müssen wir weiter sammeln. So einfach ist das. Der Zeitraum ist offen. Wir sagen jetzt nicht in 2 Jahren ist der Termin, sondern wenn wir sie haben, haben wir sie. Das ist das Wesen der Geschichte. Wobei wir dafür sorgen, dass es schnell geht. Also wir strengen uns an. Wenn die Ämter sagen, sie prüfen das nicht, weil sie haben jetzt nicht von den Politikern den Auftrag, sondern nur vom Souverän. So ist ja heute die Welt, ne? Dann sagen wir, wunderbar, dann gelten alle Stimmen. Das ist ein kleiner Machtkampf. Und dann sollen sie mal sehen, was sie machen. Ist das deutlich? Dann kommen die Politiker und sagen, es ist eine Online-Abstimmung. Die gilt nicht, weil es online ist. Online kann immer gefälscht werden. Also ich kann sagen, sobald ihr auf unsere Webseite geht, seid ihr im Schweizer Bankensystem. Also wenn du unsere Webseite nur siehst, bist du so gesichert, wie wenn du auf deiner eigenen Bankseite bist. Und auf deiner Bankseite gibst du oben ein dein Bankkonto und dann deine PIN. Und dann, wenn du beides richtig eingegeben hast, wirst du weitergeleitet in dein Bankfach. Ist das deutlich? Sobald du unsere Seite siehst, bist du im Schweizer Bankensystem. Und alles, was du eingibst, gibst du ab. Im Rahmen des Schweizer Bankensystems. Ganz wichtig, weil die lassen sich von draußen nicht gerne reingucken. Und wenn unser Staat kommt und sagt, wir wollen aber jetzt mitschnüffeln, dann haben die Sicherheit des gesamten Bankensystems gegen sich. So, dann müssen die mit den Schweizern darum kämpfen. Juristisch. Ja, noch gar nicht mit uns. So, das ist der Punkt 1. Im Schweizer Bankensystem ist die Sache online. Das heißt, es ist dort, wie man so schön sagt, in der Cloud, deine Abstimmung. Wir wollen aber nicht, dass sie geklaut wird. Ja? Deswegen haben wir ein anderes Computersystem oder einen anderen Computer und da sind alle Programme gelöscht, bis auf eins. Und dieses Programm verbindet hier, das ist jetzt nur schematisch gemalt, mit Bunkern in der Schweiz. Wir sind 1000 Meter unter dem Gebirge. Also das sieht man hier nicht, dass das 1000 Meter sind. Ne? Atombunker. Aus dem Kalten Krieg gemacht, so dass man in jeder Weise überleben kann. Da kann man nicht mit Strahlung die Daten zerstören, da kann man überhaupt nicht ran. Im vorderen Bereich ist Militär, Schweizer Militär und schützt den, dass man auch nicht mit Gewalt rein kann. Also wenn die EU mit Gewalt an die Dinger wollte, das ginge auch nicht. Und im hinteren Bereich sind die Computernerds. Und die schützen da die Daten von allen bösen Geheimdiensten und von allen Staaten und so weiter, die geheimsten Daten, die es überhaupt gibt, die werden da gelagert und geschützt. Wenn die echten Geheimnisträger ihre Daten brauchen, werden die dann auch nicht per Internet nach draußen gepfiffen. Hier draußen stehen dafür die Flugzeuge, die die Daten dann direkt an Ort bringen, wo sie gebraucht werden. Und in diesem Ding kommen die Daten, die ihr abgegeben habt, in höchst verschlüsselter Form rein. Wir haben also einen zweiten Computer, aber das, wovon ich jetzt rede, das ist alles nicht in Deutschland. Damit hier die Polizei nicht kommt, weil die Polizei, die kassiert die Server. Und dann kannst du 10 Jahre prozessieren, dann kriegst du sogar Recht. Aber die Aktion ist nicht mehr vorhanden.
ist das deutlich. Deswegen, was ich jetzt erzähle, hat alles nichts mit Deutschland zu tun. Die werden da rausgenommen, aus dem Schweizer Banksystem dort gelöscht, sodass man auch nicht hacken kann, werden in den Spezialcomputer, der nur Verbindung hat damit, und werden in höchst verschlüsselter Form da ein, dass selbst wenn da drinnen jemand sie öffnen wollte, er auch nichts findet als Datensalat. Das heißt, die sind einfach weg. Die sind nicht, wenn es mal drauf ankommt, die zu überprüfen, ob wir gefälscht haben, wir könnten ja überall Ja sagen, wo einer Nein eingibt oder sowas, ne? Die Daten sind unmittelbar da drinnen, ist alles nachzuvollziehen in den Daten. Das könnte also per Chaos Computer Club oder sowas jederzeit nachgeprüft werden, wenn man das will. So viel zum Thema. Wir gehen aber einen anderen Weg. Die werden von uns in einer Weise gesichert, die ist einfach unglaublich oder sind gesichert. Aber wenn es dann heißt, kann immer gefälscht sein, ist aber wunderbar. Der Meinung sind wir auch. Kann man zwar nachprüfen, aber das ist eine andere Geschichte. Müsst ihr nicht mal. Wir machen jetzt die gesamte Abstimmung offline. Einfach so, wie eine Wahl. Aber nicht angehängt an irgendeine Bundestagswahl, wo man nur über sein Personal zu entscheiden hat, alle 4 Jahre wieder. Nicht so was Unwichtiges, sondern dass die Jahrhundertabstimmung überhaupt, das wird ein ganz eigenes Ding. Da wird auch nicht eine Personalwahl hinten angehängt. Die Schweinereien, die kannst du so machen. Ist das deutlich? So, das wird die Jahrhundertwahl mit Überwachung, wo das gesamte Volk dran beteiligt ist. So, jetzt geht's weiter. Und dann wird das offline gemacht und dann beauftragen wir den Staat. Nicht die Regierung. Man muss sich unterscheiden, Staat und Regierung, und zwar ziemlich extrem muss man das unterscheiden. Denn dann beauftragen wir den von uns neu verfassten Staat oder in Verfassung befindlichen Staat, das ist ja der Schritt, wo es überhaupt die Wahlurnen, die Papiere, alles wie bei einer Wahl zur Verfügung zu stellen. Das ist deutlich, der Souverän beauftragt das. Jetzt muss man den Unterschied machen zwischen Staat oder Grundgesetz und Politik. Besteht der Unterschied? Staat und Grundgesetz sind wie eine Leier und die Parteien sind wie Seiten. Ganz schlechte Demokratie, nur eine Seite zu haben. Ja? Aber was der Staat macht, hat mit dem, was die Politiker machen, nicht was zu tun, sondern es gibt den Rahmen für die Politiker. Und was wir hier machen, ist gar nichts Politisches. Es hat mit dem Staat zu tun, also mit der Leier. Wir bringen die Leier in Ordnung, die nicht mehr in Ordnung ist. Ist das deutlich? Und bringen die überhaupt erst in Ordnung, die noch nie richtig da war. Das ist der Unterschied. Das heißt, wenn der Souverän dann sagt, wir machen diese Abstimmung, müssen die das machen, weil unsere Beamten sind aufs Grundgesetz verpflichtet und nichts anderes und so weiter und so fort und nicht auf die Regierung. Es kann ja durch eine Wahl auch eine Regierung völlig neu kommen. Da hat die Regierung gar nichts zu sagen, die muss nur doof gucken oder kann nur doof gucken. Ja, so in der Art, der Staat ist das Umfassende und die Regierungen selber und die Parteien sind nur, ich will mal sagen, die Seiten. Und wenn dann eine Seite abgeschafft wird, dann ist sie halt nicht mehr da oder so. Ist das richtig? Oder in anderen Rang versetzt wird. So muss man sich das vorstellen. Und dann sagen wir, wenn ihr sagt, das ist nicht konform, geht nicht, Online-Wahl, dann sagen wir, machen wir eine haptische Wahl oder eine Offline-Wahl. Das Interessante ist aber, dass die Online-Wahl die wichtigere ist. Nämlich die gibt das Kraftfeld. Das heißt, wir provozieren quasi mit dieser Online-Abstimmung, dass eine Offline-Abstimmung nochmal gemacht wird, also eine Volksabstimmung. Es sei denn, die Politiker akzeptieren es so. Ja, deutlich? Ja. Aber es ist so, da die Kraft des Ganzen liegt in der Online-Wahl. Das andere ist nur der bürokratische Abgleich, mehr nicht. Und da können alle Fälschungen geklärt werden. Wenn wir alles gefälscht haben, das klärt sich dann alles von selber. Ist das deutlich? Das ist der Weg, der auch, ich will mal sagen, rechtsfest ist, gerichtsfest ist und vor allen Dingen politikerfest ist. Lass sie kommen mit ihren blöden Einwänden. So viel zum Thema, okay? Ich würde gerne noch kurz davon sprechen. Das große peinliche Thema ist, du gehst hier auf Ergebnis. Ja, das ist aber ganz normal. Wie kriegen
wann sind das unter das Volk, die ganze Angelegenheit? Anderthalb Jahre ist die Seite offen. Jetzt muss ich dazu was sagen. Das ist so peinlich, dass man sich fast nicht mehr traut, damit aufzutreten. Oder erst recht. Ich muss das nur so sagen, weil wir haben Feinde, das ist unglaublich. Der WEF, die EU, die WHO, alle versuchen, uns die Souveränität wegzunehmen. Und unsere Politiker, die machen da völlig daddelig mit. Und dann sowas. Wenn hier die Stimmen hochgingen, würde sowohl WHO, WEF und EU sofort, die würden gar nicht mehr existieren. Die wären uninteressant. Sobald hier die Stimmen hochgehen, verlieren die ihre Macht. Das muss man wissen. Mehr musst du nicht tun. Du musst jetzt nicht dich auf der Straße verkloppen lassen von Bullen. Du musst nur da drauf drücken. Demos sind trotzdem wichtig, das sage ich gar nicht. Aber du musst es nicht, du musst nur da drauf drücken und dann gehen die Stimmen hoch. Sobald hier die Stimmen hochgehen, verlieren die ihre Macht, weil die, wenn wir sagen, wir machen eine neue Verfassung und was sollt ihr, die können ja nur über die Politiker wirken. Und plötzlich ist, ich will mal sagen, ein neuer Souverän da, nicht die da hinten, sondern wir sind da. Und die Politiker müssen sich nach uns richten. Dann wird bei den Politikern eine Auswahl stattfinden. Die nur von hinten ausgerichtet werden können, die sind plötzlich nicht mehr da. Sondern die, die demokratisch empfinden, die sind plötzlich da. Und dann ist der Fall, dann ist die Kraft der WHO, die geht in nichts. In nichts löst sich das auf. Das ist klar zu machen, das ist ja dasselbe wie bei Corona jetzt. Ne? Da muss man normaler Mensch muss doch da bestimmte Sachen sehen und sie sehen es nicht und sie wollen es nicht sehen. Und bei Corona ist aber das Problem, dass man medizinischen Sachverstand braucht. Und hier brauchst du eigentlich fast keinen Sachverstand. Also alles, was hier überhaupt zu erzählen war, war in einem Abend zu erzählen. Bei Corona Aber auch dieses Hintergrundwissen muss man wissen. Also ich wüsste, genau, dass es ein Grundgesetz gibt, aber so wie du das jetzt erläutert und das auseinandergenommen genau, hast, weiß ich ja. Da habe ich ja eine andere Beziehung dazu. So, zumindest das heißt, es müsste den Leuten auch so klar gemacht werden. Ich wüsste nicht, ob ich das so rüberbringen kann. Nein. Vorsichtig, darüber müssen wir gleich reden, weil das ist der wichtigste Punkt überhaupt jetzt, ja? Du und du. Du sagst, sobald da die Zahlen hochgehen, wird das andere unwichtig und ich glaube, diese kausale Verknüpfung, wenn dann, also sobald, das ist ja jetzt erstmal so nicht direkt verständlich. Aber das, auf was du anspielst und was du auch vorher schon erwähnt hast, ist ja das Kraftfeld. Das Kraftfeld. Und das wollte ich nochmal, weil ich es mir selber auch klar machen muss, was heißt sobald? Die Macht eines Entschlusses, also das, was die Menschen denken, ist viel, 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 viel wirksamer, als wir bisher wissen. Also die Entschlossenheit. Mich begeistert das und ich möchte es nur auch jetzt mal übersetzen, weil ich auf dem Gebiet schon Erfahrung habe, dass das tatsächlich funktioniert. Das ist die Macht der Gedanken, die Goethe auch in diesem Satz zusammengefasst hat. Also was du beschließt, das hat Macht und Größe und mach es jetzt. Also ich möchte nur von mir in dem Zusammenhang, ich habe gesagt, ich stürze Hartz IV, die Sanktionen. Da haben alle gesagt, das schaffst du nie. Und da habe ich gesagt, mein Name ist Böse, das Böse setzt sich immer durch, seit Anfang aller Zeiten. Und dann war für mich die Frage, wie stelle ich mich so ins System, dass es nicht mehr funktioniert? Ganz einfach. Das ist so wie die Leute, die sich dann, was ich, wenn eine Trasse von so einem Schnellzug und die wollen das nicht, dann kleben sie sich da fest. Ja, und das habe ich gemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich sie fertig. Also das ist ein Wahnsinnsthema, das wäre hier ein richtiger schöner Abendvortrag, das zu erzählen, was da alles gelaufen ist. Aber das ist die Frage, wie stellt man sich so in die Welt, dass es nicht mehr anders funktioniert. Und hier haben wir eine Maschine. Druck und die Sache läuft. Das, was jetzt so das Mühsame ist, ist ja das, was wir jetzt hier so mitnehmen, indem wir auch rausgehen und mit unseren WhatsApp-Kontakten und Nachbarn rumschlagen und sagen, macht an Abstimmung mit, ja. Aber was wir gerade auch generell so als Thema hier in der Stadt haben, ist, dass die Menschen ihre Verantwortung nicht wahrhaben wollen und die haben Angst vor ihrer Macht.
ganz viele, habe ich auch schon gehört, finden das scheiße und das Volk ist dumm, böse, ferngesteuert, das darf keine Macht haben. Und die Menschen misstrauen diesen Volksabstimmungen, die misstrauen sich selber. Mhm. Und da muss man gegen angehen. Das ist mühsamer. Also da liegen jetzt für mich zwei Themen drin. Ich arbeite die mal ab. Misstrauen gegen Volksabstimmung ist absolut berechtigt. Reine Volksabstimmung ist absolut gefährlich. Durch Volksabstimmungen kann man hingehen und Menschenrechte abschaffen und Demokratie abschaffen und alles abschaffen. Wenn man eine genügend aufgeheizte Stimmung schafft, ist das absolut möglich. Ja? Hier ist aber die Volksabstimmung ins Grundgesetz eingebunden. Das heißt, dass die Menschenrechte und die rechtsstaatlichen Prinzipien immer gelten und selbst durch Volksabstimmung nicht außer Kraft gesetzt werden können. Das Besondere ist, die Volksabstimmung hat folgende Etappen. Am Anfang nennt man das Volksinitiative. Da muss man in einer gewissen Frist genügend Leute erreichen, die das Thema für geil finden. Und wenn man das hingekriegt hat in der Frist, dann sagt der Staat, nicht die Politiker, völlig egal, was die sagen, dann sagt der Staat, ja, es ist wichtig und wir machen daraus eine Volksabstimmung. Und dann muss der Staat diese Volksabstimmung machen. Und der Staat darf nichts machen, was der Verfassung widerspricht. Ist das deutlich? Wenn es dann Volksabstimmungen gibt, die in irgendeiner Weise Menschenrechte außer Kraft setzen oder in irgendeiner Weise Demokratie und Rechtsstaat außer Kraft setzen, dann dürfen die gar nicht gemacht werden. Man spricht da von einer Verfassungsprüfung. Sowas gibt es in der Schweiz nicht, da sind wir wesentlich besser. Indem das Volk das Grundgesetz zur Verfassung erhebt, macht es automatisch eine Selbstbeschränkung. Nämlich die, nie die Menschenrechte in Frage zu stellen, sondern sie immer zu achten und zu schützen und die andere Selbstbeschränkung absolut Demokratie und Rechtsstaat gelten zu lassen und nicht dagegen zu gehen. Wenn ich das Grundgesetz zur Verfassung erhebe, ist genau diese Selbstbeschränkung da drin und die ist mit Ewigkeitsgültigkeit durch Artikel 79 Absatz 3 geklärt. Und es kann keine Volksabstimmung passieren, die Menschenrechte in Frage stellt, diskriminierend ist in irgendeiner Weise oder Demokratie und Rechtsstaat außer Kraft setzt. Das ist der Punkt 1. Der zweite Punkt ist ein ganz tiefer innerlicher, dass man sagt, das ist ein ziemliches Problem, da haben uns Psychologen darauf aufmerksam, eine Psychologin, die sagt, eines der großen Probleme ist, dass wenn wir hingehen als Volk und machen uns eine geile Verfassung dann, oder sowas, ne? Wir haben ja mit der Kriegsschuld, was wir alles getrieben haben, wir sind es eigentlich nicht wert. So was ist da. Das hört man immer wieder, auch als es bei mir um bedingungsloses Grundeinkommen ging. Da haben die gesagt, überall, aber in Deutschland zuletzt. Wir müssen uns überall einsetzen dafür, aber in Deutschland zuletzt, weil wir, wenn wir jetzt anfangen, uns da die Vorteile so zu verschaffen, ist das ein weiteres Verbrechen an der Menschheit. Da ist eine Art von Schuldgefühl da, was auch genährt wird. Und jetzt muss ich dazu was sagen, damit man es einmal gehört hat und dann mich auch dafür prügeln kann. Frau Merkel hat gesagt, als es darum ging, irgendwas, dann hat sie gesagt, die Unterstützung Israels ist deutsche Staatsräson. Das ist rassistisch. Das ist eine Art von Überkompensation dessen, was im Dritten Reich passiert ist. Ich muss das ganz vorsichtig sagen, wenn ich sage, die Unterstützung Israels ist deutsche Staatsräson, heißt das, die Nicht-Unterstützung der Araber ist deutsche Staatsräson oder der Palästinenser. Das ist der Schatten an der Geschichte. Verstehst du? Früher hat man die Israelis für Untermenschen gehalten und jetzt macht man es umgekehrt. Das ist eine Überreaktion und sie ist verfassungswidrig. Frau Merkel müsste sagen, die Unterstützung der Menschenwürde ist deutsche Staatsräson, egal wo. Und in dem Moment hätte man aus der Schuld des Dritten Reiches die echten Konsequenzen gezogen, nämlich das ist erst echter Antirassismus. Was heute getrieben wurde, ist verhüllter Rassismus in umgekehrter Form als im Dritten Reich. Und da schämt man sich dafür und sagt, das kann doch nicht wahr sein.
Ist das deutlich so? Und wenn man die richtigen Konsequenzen zieht, und wir sind jetzt die dritte oder demnächst vierte Generation nach dem Dritten Reich, da kann man die Kriegsschuld nicht einfach so weiterschreiben. Da muss man sagen, wenn wir die richtigen Konsequenzen ziehen, dann sind wir da von der Schuld nicht befreit, das ist was anderes. Aber wir stehen mit einem anderen Selbstbewusstsein da und gehen mit der Schuld ganz anders um. So gehen wir damit um, dass wir sagen, sowas darf nie wieder möglich sein. Und wir haben alles zu tun, dass Rassismus gelöscht ist bei uns. Auch in der Frage Unterstützung der Israelis, nein, Unterstützung der Menschenwürde. Und bei der Menschenwürde ist egal, wen es trifft. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann, wenn man die richtigen Konsequenzen zieht, entsteht eine neue Stärke. Und das würde hier passieren durch die verfassungsklärende Versammlung. Ich möchte noch einen Bereich sagen, der ganz, ganz schwierig ist. Wir haben in Deutschland gar kein Rechtssystem, was irgendwie dem Grundgesetz entspricht. Als Hartz-IVler, ich musste das, um das Ding zum Bundesverfassungsgericht zu bringen, musste ich betroffen sein. Sonst bringt es ja nichts zum Gericht. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich viele Sanktionen bekommen habe, um wenigstens einen Richter zu erreichen, der Mut hat, die Sache zum Bundesverfassungsgericht zu bringen. Das ist aber so sexy, wie wenn in die katholische Kirche geht. Ich müsste jetzt einen Bischof finden, der sagt, der ganze Katholizismus ist Quatsch. Ist das deutlich? Weil die sind ja, und das ist nicht so einfach, weil die sind in ihren Rahmen auch gefangen und alles drum und dran. Also musste ich ganz viele Richter erreichen und habe dafür gesorgt, dass ich viele Sanktionen bekommen habe, viele Bestrafungen. Ich habe 3 Jahre ohne Geld für Essen, Wohnung und Krankenkasse durchzumachen gehabt. Ich bin total sanktioniert worden über 3 Jahre. Und das sind Hungerphasen gewesen, das ist der Hammer. Die letzte war 132 Tage. Und der Bundestag hat entschlossen, dass ich sterben darf, weil ich den Staat erpresse. Dabei haben die mir nichts zu essen gegeben, weil ich nicht brav war in ihrem Sinne, sondern die Sache zum Bundesverfassungsgericht bringen wollte. Das ist für mich ein staatsbürgerlicher Akt allererster Qualität. So viel zum Thema. So, und daran hat sich Folgendes gezeigt in dieser Auseinandersetzung. Die Mitarbeiter im Jobcenter, den Mitarbeitern war verboten, im Sinne der Menschenwürde zu arbeiten. Die mussten nach Gesetz arbeiten. Und wenn ein Mitarbeiter im Jobcenter der Meinung war oder ist, wenn ich jetzt eine Sanktion verhänge, dann bringt das dem gar nichts, sondern das vernichtet den, dann musste der es trotzdem machen. Daran sieht man schon mal, dass unser Beamtenwesen nicht an die Menschenwürde und nicht an den ersten Artikel, die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen, durch alle staatliche Gewalt. Und die gehören ja zur staatlichen Gewalt. Das ist da nicht eingehalten, sondern das ist abblockiert. Wenn ein Mitarbeiter sagte, ich möchte das nicht, weil der Herr Böß dabei gerade umkommt, dann hat er seinen Job verloren. Richter auch. Dasselbe Problem. Das ist ein Problem. Und jetzt muss ich das auf den Punkt bringen. Unser Rechtssystem ist gemacht 1871. Bismarck. Damals war man obrigkeitsstaatlich orientiert. Da war der Untertan und oben war der Kaiser. Und der Kaiser hat den Untertanen gewisse Rechte gegeben. Das war schon gewaltig, was da gegeben worden ist. Aber das hierarchische System ist nicht außer Kraft gesetzt worden. Und aus dieser Zeit, die haben auch durchs Dritte Reich geführt, die Obrigkeitsstaatlichkeit der Gesetze. Und das hört man sofort, wenn es heißt, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Da sagt man nicht mehr im Namen des Kaisers, sondern im Namen des Volkes, sagt man heute, weil das heißt, man geht davon aus, dass das ist ja gemacht worden von den Politikern, das Gesetz, und man geht davon aus, weil die gewählt sind, dass sie das Volk repräsentieren. Deswegen heißt es, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Wenn das Rechtssystem im Sinne des Grundgesetzes funktioniert, muss es heißen, im Namen der Würde, der Menschenwürde ergeht folgendes Urteil. Und da guckt man nicht aufs Gesetz, sondern da guckt man auf den Menschen, was das da bewirkt. Vorher ist das gesamte Rechtssystem nicht durch das Feuer des Grundgesetzes gegangen. Es stimmt überhaupt nirgends was hier in dieser Republik. Ist das deutlich? Und dann gibt es ein Bundesverfassungsgericht, welches da sein soll. Ich habe letztens mit dem Habart diskutiert und habe gesagt, wissen Sie, Ihr Bundesverfassungsgericht? Das ist da, wie wenn ein riesen Woodstock-Festival ist und es gibt nur ein Dixi-Klo. Da geht überall geht alles in die Hose. Und ihr seid völlig mit Scheiße überladen. So, das ist das Thema. Das ist das Thema. Hier stimmt gar nichts. Gar nichts stimmt. Überhaupt nichts stimmt. Alles muss neu ergriffen werden.
im Sinne, dass die Würde des Menschen tatsächlich im Zentrum steht, auch der Rechtsprechung. Hammer ist das eine Schweinerei, was da zu erleben war. Es ging um Leben und Tod. 7 Jahre ging das um Leben und Tod bei mir. Jetzt kommen die Gerichte, nachdem es längst vorbei ist, und sagen, alles, was die Ämter gemacht haben, war nichtig. Nichtig ist das schärfste Urteil eines Gerichtes gegen amtliches Handeln. Aber das haben die damals nicht gesagt. Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt fangen sie an, anders zu denken. So viel zum Thema, ganz vorsichtig. Ja, so viel zum Thema. Also es stimmt gar nichts. Und das muss alles auf dem Prüfstand. Und wenn das auf dem Prüfstand ist und es wird entsprechende Konsequenzen gezogen, dann kann der Deutsche sagen, wir haben die Schuld des Dritten Reiches. Wir haben die richtigen Konsequenzen daraus gezogen. Und dann tritt auch was wie neues Selbstbewusstsein auf. So viel zum Thema. Haben Sie diesen Eschensamen schon dahin gebracht? Ja. Ah. 400 Kilometer von Karlsruhe an den Chiemsee gebracht. Okay. Genau. Aber so viel Zeit haben wir ja nicht. Wir machen ja Kunst am laufenden Band. Also das mit dieser Stele. Haben wir das Grabmal des Grundgesetzes zum Bundesverfassungsgericht gebracht, das war schon der Hammer. Und das geht immer weiter. Wir haben ein riesiges Kunstprojekt mit ganz vielen Facetten und wo die immer ihre Fiesheiten zeigen können und wir uns am Ende doch durchsetzen. Das ist der Punkt bei der Geschichte. Wo kann man das nachverfolgen? Auf dieser Webseite auch, unter Aktuelles. Und da steht Aktion zum Thema. Da kann man alles nachverfolgen. Da gibt es auch wunderschöne Filme und weiß ja, guck, was ist der Hammer, was es da alles gibt. Diese Webseite muss nur verbreitet werden eigentlich. Ja. Nein, das ist ja, das heißt nur. Und ich kriege so viel Schnulli auf meinem Telefon. Jetzt möchte ich was erzählen. Wir sagen, Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen ist notwendig. Wir haben eine Schale gehabt, muss ich jetzt sagen. Die existiert noch, aber nicht mehr in unserer Verfügung. Die ist so gebildet, dass da wie 2 Keimblätter sind. Da steht Artikel 1 und Artikel 20, wie Keimblätter. In der Schale ist Erde und in der Erde ist ein Eschenkeim. Kein Eichenkeim. Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Dann würde man ja sagen, die Eiche ist der deutsche Volksbaum. Warum nicht den deutschen Volksbaum? Nee, die Esche ist der Weltenbaum. Und heute sind alle Probleme Weltprobleme. Es gibt keine deutschen Probleme mehr, es gibt nur noch Weltprobleme, sozusagen. Ja, so. Deswegen haben wir da die Esche und die haben wir von Karlsruhe, nachdem wir den Grabstein des Grundgesetzes dahin gebracht haben, zum Chiemsee gebracht. Und auf dem Chiemsee hat es 2 Inseln, die Herreninsel, wo das Grundgesetz geschrieben wurde, und die Fraueninsel. Auf der Fraueninsel ist ein Kloster und viel privat und so weiter und so fort. Und wir wollen die auf die Fraueninsel bringen. Weil es ist ein Neugeburtsimpuls, es ist ein Geburtsimpuls. Und das gehört auf die Fraueninsel und nicht auf die Herreninsel. Auf der Herreninsel machen wir die verfassungserklärende Versammlung. Und da kommt das hin. So. Und da wird die eingegraben und zwar so, ich sage jetzt wird, weil die Widerstände im Moment sehr hoch, das gehört auch zum Kunstwerk, sehr hoch sind. Der Jesus ist ja auch in einer Baracke geboren oder sowas und nicht im Schloss. Also die Widerstände sind sehr hoch. Wir wollen die Esche auf dieser Insel haben und wir kriegen sie dahin, da habe ich gar keine Bedenken. Und die wird so eingepflanzt, die Schale wird mit Artikel 1 und Artikel 20, die wird geöffnet im letzten Moment, wird mit eingepflanzt, mit in die Erde gepackt, sodass die Eschenwurzeln, die Schale, Artikel 1 und Artikel 20, die Grundpfeiler oder die Keimblätter des Grundgesetzes durchwachsen und überwachsen können, sodass wir die beiden im Wurzelwerk der Esche haben und die Esche dadurch selbst ein Kunstwerk ist. So. Und wir haben den Weg darunter gemacht, das war der Hammer. Und zwar jetzt, wir sind angekommen am 9.11. Wir hatten natürlich Sorge, also 30. Mauerfall. Ne, und wir hatten natürlich Sorge, dass das Wetter uns Probleme macht und dass der Lauterbach uns Probleme macht mit und so weiter und so fort. War alles offen, ey, Hammer war das. Wir hatten ein Wetter, das war irre. Wo wir lang gegangen sind, hat die Sonne geschienen. Das gibt's nicht. Und wir sind aufgenommen worden und eine Maß empfangen worden. Da gibt's kein Wort dafür. Und dazu muss ich jetzt was sagen, weil das hat jetzt auch mit uns zu tun. Auf diesem Weg haben wir ganz viele Vorträge auch gehalten. Ich habe solche Vorträge wie hier da in Ulm, in Augsburg, in München, überall gehalten, wo wir langgelaufen sind. Ne?
mit großem Publikum. Und da haben sich Gruppen gebildet, es hat sich ein Bund gebildet in Karlsruhe, um diese Sache hier in Gang zu bringen. Überall haben sich Gruppen gebildet, weil die sagen, der arme Böster kann jetzt nicht 10.000 Vorträge halten und immer gibt es hinterher 3 neue Stimmen. Das reicht nicht. Ne? Und jetzt kommen Leute aus der Marketingbranche und sagen, hey, das kannst du viel geschlauer machen und so weiter, Filme drehen und so weiter und so fort. Nur, dass das klar ist, da ist Bewegung drin. Und wenn das hier in der DDR oder hier auch der Fall wäre, dann fängt das an, richtig Spaß zu machen. Ist das deutlich? Und wir treffen dann uns in Videokonferenzen und weiß ja, gucken, was die Leute, die sich für Bereiche zuständig fühlen. Und das ist jetzt in Süddeutschland, das ist richtig stark. Richtig stark, das muss man so sagen. Da sind die Leute bei unserer letzten Etappe, wir sind dann ja 400 Kilometer gelaufen und die Leute, die uns in Karlsruhe schon empfangen haben und mit uns den Start begonnen haben, die sind dann 400 Kilometer gefahren, 2 Busse sich gemietet und sind dann die letzte Etappe mitgelaufen. Das ist ja nicht so einfach, das war am Wochentag und du musst frei haben und weiß der Kuckuck was alles. Ne? Das ist irre, was da an Unterstützung langsam entsteht überall. Und das ist wichtig und das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen, die sagen, nicht nur die Abstimmung, sondern wie kann man das weitertragen? Ne, so. Und was gibt es da für Ideen? Und wir machen jetzt Konzepte, dass auch andere Menschen den Vortrag halten können. So wie ich hasse das mit PowerPoint und so weiter und so fort. Schritt für Schritt abarbeiten, sodass die Leute sich das vorstellen können. Und wie kann man das verkürzt ausdrücken? Ich rede ja wie so ein, naja, wie ein Wasserfall. So in der Art. Ne? So, das muss jetzt einfach sein, dass mehr Leute das machen können und so weiter und so fort. Und das ist der normale Weg. Und das müssen nicht wir anschieben, das schieben die Leute an. Und das finde ich gut. Wenn ich das anschieben muss, ist scheiße. So, und das entfaltet sich überall. Hier in Sachsen-Anhalt hat die Basis eine Grundsatzentscheidung wird getroffen, in ihr Parteiprogramm eingenommen, Positionspapier und haben gesagt, sie unterstützen das hier. Weil die Basis sagt, wenn wir das selber machen, wir wollen eine Verfassungserneuerung, dann sagen alle, das ist die Basis. Da kommst du aus dem Ding nie raus. Ja? Verstehst du so? Dann wird das mit einer Partei verbunden und die Partei sind sowieso alles Nazis. Da kommst du nicht raus, verstehst du aus dem Punkt. Wenn du aber als Basis das unterstützt, die haben 30.000 Mitglieder. Warum haben wir jetzt nicht schon 30.000 Stimmen drauf? Ich sag's nur ganz vorsichtig. Das siehst du den Stimmen aber nicht an. Da steht nicht Basis, sondern die Presse guckt von außen und sagt, hä? Schon so viele Stimmen? Verstehst du, selbst wenn die AfD abstimmt, ja, dann sagst du, ja, pff, verstehst du, das siehst du doch den Stimmen nicht an. Das sind einfach Bürger, weil das hat mit Politik nichts zu tun. Das ist der Rahmen der Politik. Das ist was völlig anderes. Ist das deutlich? Und so kann man das unterstützen. Und dabei trotzdem seine Ziele, direkte Demokratie und sowas, was die Basis ja hat, trotzdem unterstützen, obwohl man es an der Stelle nicht selber macht. Weil das kann man gar nicht selber machen als Partei. Sonst ist man immer gebrandmarkt und wird niedergeschrien und so weiter. So viel zum Thema. Also sowas gibt es jetzt überall. Und wenn jemand Ideen hat, jede wichtige Mail erreicht mich auf der Webseite und so weiter und so fort, Telefon und sowas, ist ja alles drauf. Da muss man nur auf wir gehen, dann hat man die Kontaktdaten da hinten. Wir sind ein ganz netter Club. Wir sind ganz wenige. Wir haben einen Verein mit vielleicht 7 Mitgliedern und 4 davon sind im Vorstand. Also relativ demokratisch. Und mehr sollen es gar nicht sein, weil wir sehen nicht unsere Aufgabe als Verein demokratisch zu sein, sondern der Verein hat die Aufgabe, eine ganz saubere Fragestellung in die Welt zu bringen und alles, was mit dieser Fragestellung zusammenhängt, absolut zu lösen. Aber das Volk muss demokratisch entscheiden. Wenn wir demokratisch sind, dann bist du der richtige Vorstand und ist die Frage richtig und dann und wenn wir noch Mitglieder zulassen, dann schicken uns die Reichen ihre Leute, ne? Und die fangen sofort an zu sagen, da muss ein neuer Vorstand hin und das passt nicht und das passt nicht und nachher steht da nur noch graue Soße. Das ist der Unterschied. Ist das deutlich? So. Also wir sind ein ganz kleiner Verein. Wenn ich gut bin, dann gibt es hier sogar ein paar Bilder von uns. Das sind wir schon alle so im Prinzip. Sogar paritätisch aus Versehen Mann und Frau. So. Das ist, wenn jemand mit uns Kontakt hat, das ist die Steffi. Ich bin der einzige Harzer wahrscheinlich in Deutschland, der ein eigenes Büro hat.
Ich habe heute mit einem Rechtsanwalt telefoniert, der hat kein Büro, der muss alles selber machen, die arme Sau. Und habe gesagt, oh, bitte machen Sie das mit meinem Büro aus. Der ruft bei seinem Harzer an und dann sage ich, machen Sie das mal bitte mit seinem Büro aus. Ey, das ist schon der Hammer, aber das müsst ihr wissen, es ist einfach, ja, es ist geil. In der Gruppe zu arbeiten ist geil, alle Probleme, die wir kriegen, wenn Fragen sind und so weiter und so fort, das wird da durchgearbeitet und sowas in einem kleinen Rahmen und das ist einfach geil, so viel zum Thema. Und finanziert wird das Ganze, das ist nämlich teuer in dem Gebirge und die Programmierer und so weiter und so fort, finanziert wird es dadurch, ich habe in Hartz IV gewonnen, 3 Jahre Totalsanktion sind 36.000 Euro, die habe ich bekommen und davon ist das finanziert. Das ist die sauberste Finanzierung, die man sich vorstellen kann. Ja, das sind so die kleinen Geschichten. Ja. Jetzt wollte ich noch von der EU erzählen. Darf ich noch ganz kurz? Ich wünsche mir eine postnationale europäische Verfassung. Die europäische Verfassung ist ungefähr aufgebaut wie das Grundgesetz. Vorne sind die Menschenrechte, das heißt die Charta der europäischen Grundrechte. Und danach gibt es den Lissabon-Vertrag. Aber das ist noch nicht zur Verfassung geworden, weil viele das nicht unterschrieben haben. Ich möchte nur sagen, was da auf uns zukommt. Der Lissabon-Vertrag ist ein reiner Lobbyistenvertrag. Das hat mit Menschenrechten gar nichts zu tun. Vorne stehen die Menschenrechte in der europäischen Charta, Menschenrechtscharta. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen. Warum? Geil. In der deutschen Verfassung heißt es, sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Was fehlt hier? Hier fehlt der Verantwortliche. Das ist so ähnlich wie, dieser Raum ist zu bezahlen. Wir sagen alle ja, dann gehen wir raus. Oder dieser Raum ist aufzuräumen. Wir sagen, wir sind uns alle einig, dieser Raum ist aufzuräumen. Nun gehen wir alle raus. Der Verantwortliche fehlt. Dadurch werden die Menschenrechte zu einer Luftnummer. Artikel 2 im Grundgesetz heißt, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Artikel 2 in der EU, Charta heißt Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit fehlt. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat eine Geschichte. Das ist zum ersten Mal schriftlich fixiert worden im alten Römischen Reich. Wenn ein Sklavenhalter seine Sklaven verliehen hat, musste der Entleihende unterschreiben, dass er sie gesund und lebendig zurückbringt. Sonst hätte er sie kaufen müssen. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, gelöst vom Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, ist ein reines Sklavenrecht. Artikel 1 löscht die Menschenrechte aus, obwohl sie erwähnt werden. Und Artikel 2 macht das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zum Sklavenrecht. In der gesamten EU-Verfassung kommt das Wort Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit kein einziges Mal vor. Das Einzige, was vorkommt, ist ein Recht auf geistige Freiheit. Recht auf geistige Freiheit heißt, du darfst dir denken, was du willst. Hauptsache, du machst, was ich will. Unter der Charta der europäischen Grundrechte, die ist ungefähr 2000, 2001 geschrieben worden, liegt die Europäische Menschenrechtskonvention, die ist 1948 geschrieben worden. Da gibt es auch noch Todesstrafe. Das gibt es in der Charta nicht mehr. In der Europäischen Menschenrechtskommission gibt es noch das Recht auf geistige Gesundheit.
ein Recht auf geistige Gesundheit. Bei den Medizinern gibt es die ICD. Klassifizierungen für Krankheiten, damit man die schneller abrechnen kann, nicht lange beschreiben muss. Da gibt man so eine Nummer ein und dann wissen die schon Bescheid, worum es geht. Da gibt es Querulanz. Ich sehe hier nur Querulanten, die alle ein Recht auf geistige Gesundheit haben. Und das nächste Mal, wenn ich herkomme, bringe ich hier 30 Spritzen mit. Ist das deutlich? So viel zum Thema. Also das ist das Thema, was ich hier noch anschneiden wollte, weil der Wille, das Grundgesetz außer Kraft zu setzen, ist in der Politik unglaublich hoch. In jedem Parteiprogramm steht das drin, dass man alles auf die EU abgibt. In jedem Parteiprogramm. Die Politiker haben fast ihre gesamten Kompetenzen abgegeben. Da ist nichts mehr übrig. Die haben hier gar nichts mehr zu sagen, außer umzusetzen, was aus der EU kommt. Und der Wille war jetzt massiv da. Der Macron hat im Mai gesagt, er möchte im Juni eine europäische verfassungsgebende Versammlung wieder machen. Die ist damals gescheitert, weil die Franzosen nicht mitgemacht haben. Und er wollte das unbedingt haben. Jetzt wieder. Und dann war die Wahl von Macron und da hat die Le Pen fast die gleiche Höhe gekriegt. Und jetzt hat der Macron Angst, dass die wieder Nein sagen. Das ist alles. Deswegen sind wir damit noch nicht überspült. Aber es läuft. Aber und wie? In einem Maßstab, das ist unglaublich. Das muss man nur alles wissen. Und wenn hier die Stimmen hochgehen, dann... Es gibt Leute, die sagen, die lehnen das hier ab und sagen, das wäre ein nationalstaatliches Projekt. Wir gehen doch jetzt EU. Das ist hier, wir machen hier eine neue Verfassung für Deutschland. Das ist doch klein, klein von vorgestern. Da sage ich, nee, wenn wir hier in Deutschland das machen, eine echte Demokratiebewegung, wir sind ja nicht Liechtenstein, dann hat das Auswirkungen auf alle demokratischen Kräfte in der EU, die heute niedergehalten werden. Und dann geht eine Bewegung, eine Demokratiebewegung in der gesamten EU los. Und dann kann sich auch die EU nicht halten. In der Gesamteuropa geht eine Bewegung los. Nicht in der EU, in Gesamteuropa geht eine Bewegung los. Und dann kann sich auch die EU nicht halten. Weil nochmal, wir spätestens eine Volksabstimmung sagen, weil wir von so einem Scheißverein lassen wir uns auch hier nicht führen. Mit abgefragten oben dran und so weiter und so fort. Ja, ist das deutlich? Wir lassen uns doch von denen hier nicht... Das ist das Erste, was wir machen nach der Souveränität. Dass wir sagen, wir lassen uns doch von denen hier nicht die Brötchen wegnehmen. Ja? Das werden die Themen. Und das ist für mich ist das, was wir hier machen. Eine europäische Bewegung, die an der Stelle beginnt, wo es geht. In Liechtenstein kann es damit nicht anfangen, aber die machen dann irgendwann mit. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben heute den WEF, wo die Industrie versucht, totalitäre Strukturen, Machtstrukturen über die gesamte Welt auszudehnen. Und die Politiker neu herrichtet und die politischen Systeme neu herrichtet, wie wir das ja alles kennengelernt haben jetzt. So. Wenn diese Bewegung hier läuft, ist Europa der Rahmen, der Raum, wo die Menschheit leben kann, als Menschheit. Das ist der einzige Raum, der uns geblieben ist, wo die Menschheit leben kann, weil wir überall Diktatur haben. Und das wäre der Keimpunkt für eine Umwandlung in der gesamten, auf der gesamten Erde. Anders kann ich das nicht sehen. So viel zum Thema und zur Bedeutung des Themas, wenn man es richtig anguckt. Von wegen nationalstaatliches Projekt und die EU ist das absolute Gift für jede Art von Menschlichkeit. Und jetzt danke ich aber wirklich.